So, es ist mal wieder soweit. Ich begrüße alle Kinder, alle Gäste, alle Mitarbeiter der Regenbogenschule heute hier zu unserem alljährlichen Sommerfest. In diesem Jahr ist es etwas Besonderes, da wir das 25-jährige Jubiläum der Lebenshilfe Gotha feiern. Wir haben aus diesem Grund in dieser Woche eine Festwoche gehabt, wo wir verschiedene Darbietungen hier im Haus gehabt haben. Der Klon Keller war da, dann hatten wir eine Festveranstaltung und der heutige Höhepunkt ist natürlich der Abschluss für unsere Festwoche. Ich wünsche allen heute viel Spaß, hoffe, dass das Wetter hält und wir fangen einfach an. Wir haben heute auch neben unseren vielen Gästen wieder einige Persönlichkeiten hier aus Gotha da. Als erstes begrüße ich den Herrn Fröhlich, vertretend für das Landratsamt oder für den Landrat. Dann begrüße ich die Frau Nikolajczak, vertretend für den Oberbürgermeister von Gotha. Danke euch. Dann begrüße ich die Frau Pitzke von den Linken, die Linke. Ja, und mal sehen, wer heute noch so alles reinkommt. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir hier viel Zuklang haben und auch Besuch von anderer Stelle bekommen. Ja, danke schön, Herr Lein. Ich bin immer wieder gern hier, das wissen Sie, und darf auch die allerbesten Grüße vom Landrat überbringen, der diese Woche im Urlaub ist. Leider für Sie, schön für ihn. Sie haben vorhin gesagt, wir fangen einfach an. Und das machen wir auch. Und damit Sie mit ein bisschen im ruhigeren Gewissen anfangen können, hat mich der Landrat beauftragt, Ihnen ein bisschen Geld zu überbringen. Wir wissen alle nicht, wie das Wetter wird. Nachher kommt vielleicht ein großer Regen, alle Gäste gehen und die Bratwürste, die liegen auf dem Rost und werden nicht verkauft. Und damit Sie ein bisschen ruhiges Gewissen haben und ein bisschen ruhiger schlafen können, eine kleine Zuwendung vom Landrat mit den allerbesten Grüßen. Ja, bedanke ich mich sehr. Der Verein kann es gut gebrauchen. Und wir setzen es natürlich auch wieder hier für die Schüler in der Regenbogenschule ein. Ja, also auch die besten Grüße von Herrn Kreuch, der heute auch ein volles Programm hat und wir wechseln uns immer ab. Und Sie wissen ja, ich bin Ihr liebster Gast, neben Herrn Fröhlich. Ich komme immer gerne hierher, auch aus persönlicher Betroffenheit, das wissen Sie auch. Und der Oberbürgermeister hat jetzt mir nichts mitgegeben, aber ich persönlich werde Ihrem Verein Geld spenden und das ist versprochen. Und nicht wenig. Das finde ich natürlich ganz toll. Wie gesagt, der Verein selber benötigt uns ja auch immer dringend, weil wir wirklich alle unsere Mittel und unsere Unterstützung, die wir bekommen, für die Schüler hier von der Regenbogenschule einsetzen. Und das ist für uns wirklich auch eine Genugtuung. Wir machen es seit Jahren und wir freuen uns dann darauf, das zu unterstützen. Gut. Ich habe ja was mitgebracht, was nicht so klein ist wie was von Herrn Fröhlich und denke ich mal für die Schüler besonders von Bedeutung sein wird. Also wir wissen, dass hier die Außenanlagen ja immer richtige Betreuung bedürfen und da haben wir uns überlegt, was kann man denn schenken, was ein bisschen höherpreisig ist. Also wir haben an die Tischtennisanlage gedacht und da ist ein schönes Netz dabei, Barbella. Wir können es mal auspacken. So, also ich weiß, da sind ja die Schüler immer Schlange stehen, habe ich mir sagen lassen. Wir sind natürlich als Fraktion hier mit dem Kreis da auch gerne heute wieder hierher gekommen und, ja, und haben sie uns so stehen lassen, so ein bisschen was mitzubringen. Ich wünsche einen schönen Tag. Das Wetter bleibt heute, das kann ich Ihnen versichern. Und wünsche Ihnen gute Erlebnisse und gute Gespräche. Ja, dann bedanken wir uns natürlich auch sehr. Können wir auf jeden Fall gut brauchen. Ja, warte.
Venice. Venice, komm mal her, komm! Venice! Ja. Komm her, stell dich mal hier hin, halt mal den Ball fest! Also, halt mal den Ball fest! So, jetzt! Venice, schön! Schön, gut! Gut, wunderbar! Das ist natürlich mal wieder eine sehr schöne Spende. Ja, jetzt hat sie wieder los. Wie auch sehen, dass man den genauso gut schmeckt. Aber also, wenn ich Schnitzel esse, Wir haben heute geplant, uns nicht nur für die Kinder, sondern auch ein bisschen kulturell einzuhängen. Es kommt noch eine Blaskapelle, es kommt Dudelsackmusik, es kommt eine Lion-Dance-Gruppe. Dann haben wir hinten in der Ecke einmal heute Kettensägenkunst. Da bitte ich nur, dass nicht über die Absperrung getreten wird. Zum Zugucken ist das einmal frei. Dann haben wir Bogenschießen da. Wie immer unsere große Tombola. Und für das leibliche Wohl rundherum ist natürlich auch gesorgt. Für unsere Schüler hier von der Regenbogenschule und auch für die vielen Kinder, die hier aus dem Wohngebiet oder hier aus Goda gekommen sind, haben wir verschiedenste Bastelstände mit organisiert. Ich wünsche allen viel Spaß und einfach schönes Wetter.